Trotz engen Terminkalenders hat sich auch die Bundeskanzlerin Zeit genommen für den Innovationskongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutieren hier die notwendigen Weichenstellungen für Deutschlands Zukunft. Wie gewährleisten wir, dass Unternehmen auch weiterhin über den notwendigen Forschungsnachwuchs verfügen? Wie kann der Staat für innovationsfreundliche politische Rahmenbedingungen sorgen? Deutschland gehört heute zu den innovativsten Ländern der Welt. Wir haben das, was sich eigentlich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgenommen haben, nämlich 3% ihres Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben, erreicht. Ich habe viele Unternehmen besucht, in denen man Digitalisierung weit vorangetrieben hat. Die haben vielleicht etwas andere Arbeitsplätze. Aber ich habe noch keinen gefunden, der behauptet hat, dass sich bei ihm die Zahl der Arbeitsplätze halbiert hat. Und da wird auch viel Dramatik entwickelt. Aber es wird sich vieles verändern und deshalb ist Weiterbildung wichtig. Und ich betone mal aus aktuellem Anlass, Weiterbildung möglichst für den, der Arbeit hat und nicht erst warten, bis er arbeitslos ist, um dann darüber zu debattieren, wie lange er ausgebildet werden kann und wie lange er Arbeitslosengeld behalten kann.